haben sich später einmal rausgefunden, wie die Stasi auf ihre Schliche gekommen ist? Ja, habe ich. Die unsicherste Sache bei dem ganzen Geschäft der Verbindungshaltung waren die Briefe, die ich zu schreiben hatte. Und ich habe auf Anweisung die Kuverts handschriftlich geschrieben. Und ja, weiß ich nicht, ob die Amerikaner das nicht wussten oder ob ihnen das egal war, ich weiß es nicht. Jedenfalls in jedem Bezirk der DDR gibt es einen Posten Bezirkspostamt und in jedem Bezirkspostamt sitzt ein Verantwortlicher der Stasi. Und wenn er möchte, geht jeder Brief an seinen Augen vorbei. Und wenn Tante Emma regelmäßig ihrer Schwester in Stuttgart schreibt, dann wissen die das. Denn die Schwester gibt's und die Tante Emma gibt's auch. Die interessieren sich überhaupt nicht für die Briefe. Wenn aber auf einmal eine Handschrift kommt und schreibt an Frau Paula H. Pies in München, das ist so interessant. Gibt es denn eine Frau Paula H. Pies in München? Und dann kriegen die Leute von Micha Wolf mal kurz den Auftrag zu gucken, ob es denn unter dieser Adresse eine Paula H. Pies gibt. Da gibt es keine Paula H. Pies. Sondern wenn dieser Brief in dem betreffenden Postamt in München ankommt, dann wissen die da sofort, ah, dieser Brief wird zur Seite gelegt und wird dann von gewissen Herren abgeholt. Und so wussten die seit kurzem ganz schnell, dass die drei Deckadressen, die ich zu verwenden habe, dass das alles direkt an die Amerikaner ging. Jeder Brief wurde geöffnet, jeder Klartext wurde fotokopiert und nur die Geheimbriefe, die waren zu 99% so ordentlich handwerklich gemacht, dass sie die Geheimbriefe nicht entschlüsseln konnten. Sie waren nicht in der Lage, diese Pauspapier, die Texte, die mit diesem Pauspapier geschrieben waren, sichtbar zu machen. Die haben nur einmal ihr seht, dass was durchgedrückt war. Ne? So eine, das durfte auch nicht sein. Ne? Sie mussten ein Blatt hinterher gegen das Licht halten und mussten prüfen, dass auch nirgendwo eine Druckstelle war. Der Bleistift hat eine bestimmte Härte gehabt und musste genau, durfte nicht zu spitz sein und nicht zu rund. Das musste alles passen. Können Sie das nochmal erklären, wie das ging mit diesem Pauspapier? Ich hoffe, Sie wollen nicht auch für jemanden arbeiten. Ja, natürlich. Sie haben, ich glaube, also drei Blätter sind es wohl. Zuerst nehmen Sie einen Spiegel oder eine Glasplatte und legen die hin. Auf die Glasplatte kommt ein hadernhaltiges Papier. Hadern heißt Lumpen. Wusste ich nicht bis dahin, aber jeder Dresdner weiß, was ein Scheuerhader ist. Die kennen sowas. Heißt einfach, Hader ist Papier, was eben bestimmte Fasern hat. Ne? Und so legen sie drauf. Darauf legen sie diese Pauspapier mit der aktiven Fläche nach oben. Ja, dann legen sie wieder ein Blatt drauf und auf diesem Blatt bringen sie später den Klartext oben auf. Und jetzt schreiben sie praktisch auf dieses Blatt ihre Geheimschrift und die ist nicht zu sehen, sondern die ist von unten praktisch in Spiegelschrift an dem Blatt. Und wenn es fertig ist, dann nehmen sie das Blatt und schreiben, liebe Tante, sowieso, der Hund ist krank, aber ich hoffe, er wird es überleben. Ich war neulich in Ungarn, war wunderschön in Ungarn und das war tödlich für mich, diese Bemerkung, ich war in Ungarn. Da sind die Genossen auf die Idee gekommen, wow, der war in Ungarn, also musste der handschriftlich eine sogenannte Reiseanlage für den visafreien Verkehr ausfüllen. Und da haben die Tausende und Abertausende von diesen Reiseanlagen verglichen mit meiner Handschrift und sind fündig geworden. Und dann sind sie ins Detail gegangen, haben gesehen, im Betrieb andere Papiere von mir
sich kommen lassen, haben die Handschrift nochmal verglichen, haben angefangen, unsere Wohnung zu beobachten, meinen Weg zur Arbeit und meine sonstigen Wege zu verfolgen und haben die Wohnung verwanzt. Ich habe zufällig gerade heute Abhörprotokolle gelesen, die gemacht wurden von den Gesprächen in der Wohnung und haben die Telefone verwandt, das Telefon verwanzt und abgehört. Bloß bei den Protokollen, bei den, was in der Wohnung gesprochen wurde, ist selbstverständlich nichts bei rausgekommen, denn ich war auch da unterwiesen, dass wenn man sich über geheimdienstliche Dinge unterhält, immer laut das Radio anmachen, wenn es denn schon in der Wohnung sein muss, aber am besten man unterhält sich draußen beim Spazierengehen.